Willkommen zurück. So, und jetzt nehmen wir Sie mit nach Thailand. Khao San Road, die alte Legende. Ich war selber schon ein paar Mal als Tourist hier und habe ja auch die eine oder andere Nacht durchgefeiert. Aber diesmal will ich auf die andere Seite der Theke schauen und wissen, wie funktioniert so eine Konsummeile eigentlich? Wer profitiert davon und wer arbeitet hart für den Touristenspaß? Und das mache ich einmal rund um die Uhr. Mein lieber Kollege Christoph Karasch geht für uns 24 Stunden lang in Bangkok auf Spurensuche. Und dort, auf der anderen Seite der Theke, treffen wir heute eine alleinerziehende Mutter, ein wahres Urgestein dieser Straße, einen der ganz großen Player und einen, der hier die Ordnung im Blick behalten soll. Am Vormittag bietet die Khao San Road Besuchern nur wenige offene Türen. Abgesehen von einzelnen Massagesalons und T-Shirt-Verkäufern ist um diese Zeit fast niemand für Besucher bereit. Was ich witzig finde, auf Thai-Food hat um diese Uhrzeit auch noch keiner Lust, aber die lassen offensichtlich ihre Stände über Nacht einfach hier so stehen. Das könntest du in der deutschen Großstadt auch nicht machen, oder? Street-Food, Unterhaltungs-Souvenirshops. Alles geschlossen oder zumindest noch im Halbschlaf. Vormittags ist Christoph quasi allein zwischen den Vorbereitungen für die nächste und den Überresten der letzten Partynacht. Bis gegen Mittag endlich die ersten Rollläden hochgehen. Jetzt so um die Mittagszeit gehen die ersten Läden auf und ich bin mit einer Frau verabredet, Kletana, die hier einen Souvenirshop hat. Und ich will einfach mal wissen, wie ist das, mit Touristen aus aller Welt zusammenzuarbeiten? Ist es anstrengend? Macht das sogar Spaß? Das gehen wir mal rausfinden. Kletana. Sawadikap. Kletana. My name is Christoph. Ich bin Christoph. Ich bin Kletana. 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 Es freut mich, dich kennenzulernen. Oh, und da ist noch jemand. Wie heißt du, junger Mann? What's your name, sir? Victor. Victor. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. You are already du bereitest schon alles für einen harten Arbeitstag vor? Kletana verkauft seit 15 Jahren Souvenirs auf der Khao San Road. An schulfreien Tagen unterstützt sie ihr Sohn Victor. Der hochgewachsene 13-Jährige hilft überall dort, wo Mama nicht rankommt und bringt ein bisschen Glück in den Laden. Am Anfang des Tages bittet er die Geister um Segen und Erfolg für den heutigen Verkauf. Soll er diesen Laden eines Tages übernehmen, wenn du in Rente gehst? When you retire, is he the new boss? Nein, er studiert Naturwissenschaft in der Schule. Er wird Arzt. Dr. Victor. Dr. Really? Dr. Victor. Dr. Victor. Es ist ein Familiengeschäft. Aber es ist klar, dass Victors Schulbildung für Kletana im Mittelpunkt steht. Die finanziert der Verkauf der Souvenirs. Ist es für dich teuer, so einen zu kaufen? Du verkaufst ihn für 250. Wie viel musst du dafür bezahlen? Ich mache so 20-30% Gewinn. Also nur wenig. Du musst also an einem Tag ziemlich viel verkaufen. Wie viel musst du an einem Tag verdienen? How much is necessary in one day to earn for you? Can you say that? 1000 oder 2000 Baht. Umgerechnet ein Tagesumsatz zwischen 30 und 50 Euro. Vor der Pandemie war dieser Betrag etwa 10-mal so hoch. Währenddessen nicht existent. Kletana hat Glück. Während des Lockdowns und auch jetzt muss sie keine Miete bezahlen. Ihr Vermieter verzichtet auf das Geld, so lange bis der Touristenansturm wieder voll zurück ist. Wir schauen später noch einmal, wie sich Kletanas Tag entwickelt. In der Zwischenzeit haben wir einen Termin mit diesem Herrn. Mr. Sangha. Er ist Präsident der Khao San Business Association und setzt sich in dieser Position für die Belange der Arbeiter auf dieser Straße ein. Sein Büro direkt über dem größten Club in dieser Straße. Wir haben viele Mitglieder aus unterschiedlichen Geschäftszweigen. Unterhaltung, Gastronomie, Hotels, sogar ein paar Silberschmiede. Wir haben den Verein hauptsächlich gegründet, um unseren Unternehmern zu helfen, mit der Regierung zu verhandeln. Sind zum Beispiel Steuererhöhungen geplant, kann Mr. Sangha den vielen kleinen Händlern eine große Stimme geben. Jeder Unternehmer hier kann Teil der Association sein, wenn er möchte.
Sangar ist aber nicht nur für die über 100 Mitglieder des Verbandes verantwortlich, sondern auch Co-Owner von 10 verschiedenen Geschäften allein in dieser Straße. Wenn wir uns diese Verkäufer hier ansehen, wie bekommen die Leute, die Einheimischen hier, einen Laden, so einen Platz? Es gibt zwei Möglichkeiten. In einem Haus mieten, dieses Haus zum Beispiel gehört der Regierung, der königlichen Familie. Oder hier. Hierfür müssen sich die Verkäufer beim Bezirksamt anmelden. Es gibt ein Gesetz, das es den Verkäufern nur für ein paar Jahre erlaubt, seinen Lebensunterhalt auf dieser Straße zu verdienen. Sangha erzählt uns, dass es aber durchaus Möglichkeiten gibt, stationäre Läden über diese gesetzlich vorgeschriebene Zeit hinaus zu behalten. Es scheint allgemein so, als könnte man hier mit ein paar Scheinen einige Regeln regeln. Auch als mobiler Verkäufer. Die brauchen zwar keine Lizenz, ganz legal ist die Anwesenheit aber auch nicht. Du musst jemanden bezahlen. Laut Sangha wäre das meist die ausführende Seite der Gesetze. Können Sie mir ein paar Zahlen und Fakten über die Khao San verraten? Also zum Beispiel das Gesamteinkommen pro Jahr. Wir schätzen, dass wir etwa 20 Millionen Baht pro Tag einnehmen. Pro Tag? Ja, weil hier jeden Tag etwa 20.000 Touristen sind. Vor Corona? Ja, vor Corona. Wir gehen davon aus, dass jeder mindestens 1.000 Baht ausgibt. Was wirklich das Minimum ist. Also 1.000 Baht für 20.000 Menschen. Das bedeutet 20 Millionen pro Tag. Umgerechnet sind das eine 500.000 Euro am Tag. Sind diese Zahlen richtig, hätte vor Corona fast jeder dritte Bangkok-Tourist 30 Euro auf der Khao San Road ausgegeben, die übersetzt übrigens Reisstraße heißt. Vor 200 Jahren war das hier ein schwimmender Handelsplatz für die weißen Körner. 1892 wurde aus dem Kanal Zement und 90 Jahre später aus dem historischen Viertel ein Backpacker-Mekka, berühmt für günstige Unterkünfte. Die haben sich über Jahrzehnte bei den Reisenden rumgesprochen, bis heute. Zum Schluss zeigt der Geschäftsmann uns noch eines seiner vielen Lokale von innen. Bevor er weiter muss zum nächsten Interviewtermin und den Teambriefings für den heutigen Abend. Den Rest des Tagesgeschäftes überlässt der vielbeschäftigte Unternehmer seinen Angestellten. Mr. Sangha ist sehr beliebt, habe ich festgestellt. Er wird sehr respektiert, wenn man mit ihm über die Khao San Road läuft, weil er offenbar durch die Association wirklich gut ist für die Menschen hier tut. Aber letztlich muss man natürlich auch sagen, dass er mit eigenen Läden, die er hier besitzt, auch zu den ganz, ganz großen Profiteuren dieser Konsummeile gehört. Die Sonne geht unter. Langsam füllen sich nicht nur die Lokale von Mr. Sangha. Mit jeder Stunde öffnen mehr Streetfood-Stände. Frische Eislieferungen garantieren kühle Drinks für den Abend. Die Massagesalons sind gut besucht und manche hübschen sich vor der Partynacht noch etwas auf. So, der Sonnenuntergang ist durch, es gehen hier langsam die Lampen an und auch die Lautstärke wird merklich erhöht. Ich gehe mal gucken, wie Kletanas Tag bisher so läuft. Oh, da ist ein bisschen was los, das ist ja ganz cool. Jetzt kommen die Leute. Im Vergleich zum Nachmittag brummt der Laden. Kletana hat alle Hände voll zu tun. Wie läuft dein Tag bisher? Ist es ein guter Tag? Really? Ja. Tagsüber waren fast keine Kunden hier. Da habe ich nicht viel zu tun. Aber abends kommen viele und kaufen etwas. Verständlich, dass sie jetzt nicht schließen kann. Je nach Kundenlage arbeitet Kletana bis 23 oder 24 Uhr. Mittendrin, zwischen Party und Familiengeschäft, der 13-jährige Viktor. Würdest du sagen, dass es ein harter Lebensstil ist, eine alleinerziehende Mutter zu sein und diesen Laden bis Mitternacht zu führen? Ich kann nicht antworten, ohne zu weinen. Ich bin müde. Ich weine, wenn ich
Ich versuche, hart zu arbeiten, aber wenn ich nachts nach Hause komme, bevor ich schlafen gehe, weine ich. Und morgens versuche ich wieder zu arbeiten. Es ist ein langer Tag, aber es ist okay, weil es für meinen Sohn ist. Was für eine starke Frau. Es ist für viele Leute da das Partyparadies draußen und hier steht eine Frau als alleinerziehende Mutter bis mitten in der Nacht, um einfach genug Geld zu verdienen, damit das Leben mit ihrem Sohn funktionieren kann. Mit diesem Gefühlsausbruch hat keiner von uns gerechnet. Er hat uns aber gezeigt, wie hart es zwischen hohen Kosten und geringen Touristenzahlen für manche auf der anderen Seite der Theke wirklich ist. Okay, wow. Je näher man hier in die Mitte der Khao San Road kommt, desto lauter wird es. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass alle 3 Minuten, also bei jedem Song, das Volume langsam ein Stück weiter aufgedreht wird. Mitternacht beginnt auch die Schicht von Mrs. Pronchanok. Wir dürfen sie Balek nennen, kleine Tante. Die 60-Jährige versorgt seit über 30 Jahren die Feiernden mit Pad Thai. Jeden Abend Pad Thai, jeden Abend das hier. Rechts Snoop Dogg, gegenüber Kesha, links Lady Gaga. Und mittendrin Baleks Nudelstand. Aber wie wir gelernt haben, eine begehrte Lage. We can't understand a word. Man merkt eben auch, wir verstehen uns gegenseitig aufgrund der Sprachbarriere schon nicht. Aber die Lautstärke macht es auch kaum möglich, ein richtiges Gespräch über den Übersetzer zu führen. Das ist ja abgefahren. Herrscht hier eine große Konkurrenz? Also hätten andere Verkäufer gerne ihren Platz? Ja, viele. Wir streiten regelmäßig. Aber wenn sie gegen mich kämpfen, schlage ich zurück. Definitiv ein Boss auf dieser Straße. Aber als Chefin trägt sie auch Verantwortung. 500 Gerichte muss sie pro Nacht verkaufen, damit sie ihre 2 Helfer bezahlen kann und sich der Stand lohnt. Die Schlange vor Baleks Laden wird immer länger und die Straße immer voller. Immer mehr Angetrunkene. Immer mehr Touristen und Einheimische auf der Suche nach Spaß. Zu dieser Zeit beginnt auch die Schicht von Lieutenant Sherrat. Der Lieutenant ist für 3 Teams der Verkehrspolizei verantwortlich. Wir begleiten ihn heute auf seiner nächtlichen Patrouille durch die Khao San. Bestimmt kein leichter Job, auf einen Haufen alkoholisierter Touristen aufzupassen. Wie sind Sie dazu gekommen, Polizist auf der Khao San zu werden? Meine Eltern wurden bei einem Raubüberfall getötet. Deshalb wollte ich Polizist werden, um Verbrecher zu fangen und mich um Menschen zu kümmern. Auf der Khao San heißt kümmern, Präsenz zeigen, beobachten, nachfragen. Mit Christoph an der Seite und Kamerateam an den Fersen erinnert die Patrouille allerdings eher an eine Parade. Wir beschließen, uns ein wenig im Hintergrund zu halten und beobachten. Durch seine tägliche Patrouille ist der Polizist hier gut bekannt. Der Lieutenant kümmert sich nicht nur um die Touristen, sondern auch um alte Bekannte. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Wenn ich an Ihrem Laden vorbeikomme, kriege ich oft ein kostenloses Essen. Ich habe ihr einmal geholfen, als ein anderer Beamter ihr eine Geldstrafe geben wollte, weil ihr Laden zu weit in den Fußweg gebaut war. Ich habe mit ihm verhandelt, um die kleinstmögliche Strafe zu bekommen. Die Streetfood-Stände dürfen den Weg nicht behindern und montags eigentlich auch gar nicht hier sein. Drückt der Lieutenant auch bei anderen manchmal ein Auge zu? Cannabis ist in Thailand mittlerweile legal, Lachgas nicht. Die Promoter halten dem Polizisten ihre Schildchen zwar nicht direkt unter die Nase, aber unauffällig sind sie auch nicht gerade. Sir, dieses Lachgas ist in Thailand illegal, richtig? Warum tolerieren Sie das? Warum ist es immer noch hier?
Tatsächlich sind verschiedene Polizeieinheiten bereits gegen sie vorgegangen. Sie verkaufen es jedoch immer noch illegal. Als Verkehrspolizist soll er hauptsächlich die Touristen beschützen. Und die haben schließlich Spaß an den bunten Ballons. Nach zwei ruhigen Stunden auf der Khao San Road geht es für den Lieutenant weiter zum nächsten Stopp. Bei Kletanas Souvenirshop sind mittlerweile die Rollläden geschlossen. Balek dagegen hat noch eine lange Nacht vor sich. Zählt man die Vorbereitungen dazu, ist sie seit 6 Stunden im Nudeldienst. Während die Party immer mehr Fahrt aufnimmt, kann die Pad Thai Queen ein wenig die Füße hochlegen. Wenn ich erschöpft bin, mache ich eine Pause, wie jetzt. Für mich wäre das unvorstellbar, hier auch nur eine Minute die Augen zuzumachen, geschweige denn irgendwie ein Powernap zu halten. Für die 60-Jährige offensichtlich kein Problem. Nach dem Feiern soll noch mal der große Ansturm kommen. Die wenige Arbeit bis dahin können die Helfer übernehmen. Die haben ohnehin das passendere Schuhwerk. Wirst du irgendwann in Rente gehen? Wie lange wirst du hier noch arbeiten? Ich werde nicht aufhören. Ich werde weitermachen, bis ich keine Kraft mehr habe. Wir gönnen Balek ihre Atempause und schauen uns ein bisschen um. Zumindest zu Hause darf seit Juni 2022 jeder eigene Pflänzchen anbauen und für medizinische Zwecke rauchen. Der Konsum in der Öffentlichkeit ist nach wie vor verboten, also eigentlich. Verkäufer wie Titi machen das Beste aus der neuen Einnahmemöglichkeit. Für 20 Euro das Gramm, ein großes Einnahmepotenzial auf dieser Straße. Zum Vergleich, ein einziges Gramm entspricht fast einem gesamten Tagesumsatz von Kletanas Souvenirshop. Das ist also wirklich ein brandneues Geschäft? Ja. Und wie wird es bisher angenommen? Kommen viele Leute hierher? Ist es jetzt schon ein Bestseller oder müsst ihr viel Werbung machen? Wir gehen nicht rum und preisen es an. Wenn Sie interessiert sind, kommen Sie. Natürlich verkaufen wir nicht an Minderjährige, also muss ich den Ausweis überprüfen. Wir haben auch ein Warnschild hier, wer konsumieren darf und wer nicht. Und können Ratschläge geben. Regeln, die Titi selbst aufstellt. Die Legalisierung erfolgte quasi ohne Richtlinien, zumindest für den Verkauf. Der Grund für die politische Kehrtwende, unter anderem Geld. Geld, das nach der Touristenflaute während der Pandemie jetzt durch Cannabis-Touristen wieder ins Land fließen soll. Hört ihr was? Man hört kaum noch was. Ich schau mal eben auf die Uhr. Es ist 20 nach 1 und die Musik ist deutlich runtergedreht. Die Straße ist immer noch voll mit Menschen, aber es scheint irgendwie so eine Art Sperrstunde zu geben. Vielleicht ist das schon soweit. Die Party ist fast vorbei. Aber für Balek geht die Nacht jetzt erst richtig los. Wenn die Feiernden auf der Suche nach einem Mitternachtssnack sind, übernimmt sogar die Chefin selbst das Kochen. Ja, jetzt so langsam lichten sich wirklich die Reihen. Ich gucke auch schon ein bisschen schief, um ehrlich zu sein. Es ist nach 3. Und wo man denken könnte, dass auch der Nudelshop jetzt langsam mal schließt, hat Balek aber noch lange nicht Feierabend. Sie fährt jetzt zum Markt, um für morgen einzukaufen. Ist das krass. Für uns eine absurde Parallelwelt. Leuchtend, grell und geschäftig. Um 3 Uhr morgens. Aber für die 60-jährige Nachteule die beste Gelegenheit, um an frische Zutaten zu kommen.
Damit schwer beladen geht es zurück, um auch noch die allerletzten Hungrigen der Nacht mit Nudeln zu versorgen. Kurz vor Sonnenaufgang verschwinden mit den letzten Gästen auch die Überreste der vergangenen Nacht von der Straße. Was war das für eine krasse Nacht? Und dabei habe ich nicht mal mitgefeiert. Aber ich habe gesehen, was für ein riesengroßes Business die Khao San Road ist, bei dem einige Menschen hart für ihren Erfolg arbeiten müssen und andere Big Player aber auch echt die richtig dicke Kohle scheffeln. Eins steht auf jeden Fall fest, die Khao San Road hält nach wie vor das, was ihr legendärer Ruf verspricht.